Wenn zuletzt über den FC Sachsen-Leipzig gesprochen, geschrieben oder berichtet wurde, ging es nicht um die sportliche Misere, es ging um die Zukunft und zwei Personen. Zum einen den Finanzier Dr. Michael Kölmel, zum anderen um den Heilsbringer Eduard Geier. Doch ob diese beiden Männer die Zukunft des Vereins leiten können, hängt ab vom derzeitigen Vorstand und von der Zusage Geiers. Auf jeden Fall ist eins klar, es gibt an diesem Tag gegen den FC Oberlausitz das letzte Spiel im Zentralstadion im WM-Stadion Leipzig. Denn der Rasen muss erneuert werden für die Fußball-Weltmeisterschaft hier in Leipzig. Unser Reporter vor Ort ist Joachim Schröter. In diesem wunderschönen Stadion soll zukünftig auch eine richtige Fußballatmosphäre herrschen. Dazu gehören natürlich die Zuschauer und die kommen nur, wenn die Leistung stimmt. Also stecken zurzeit viele die Köpfe zusammen. Die Absicht, den Verein jetzt nach oben zu bringen, die ist bei allen Seiten erkennbar. Und dass das finanziell natürlich also auch entsprechend begleitet werden muss, das versteht sich von selbst. Und da gibt es gute Anzeichen, dass Herr Kölmel bereit ist, sich da zu engagieren. Aber Kinowelt-Chef Kölmel und auch Eduard Geier waren heute nicht unter den nur 975 Zuschauern. Die Gäste aus Neugersdorf, das Schlusslicht der Liga, hoffen trotz großen Punkterückstandes immer noch auf den Klassenerhalt. Robert Koch war das. Die Sachsen aus Leipzig spielbestimmend mit manchmal ansehenswerten Kombinationen. Bolze Sieger gegen Patocha. Schöner Pass auf Maximilian Watzka. Gut bewacht von Jerzy Hojinek, dem Tschechen. Dann erste Ecke für die Oberlausitzer. Aufgepasst. Hojinek, Baum und Köckeritz werfen sich in den Schuss. Gute Gästechance nach knapp einer halben Stunde. Bei den Leipzigern fehlen Kittler und Breitkopf. Nico Breitkopf, der hat ja im Hinspiel beim 4:1 Erfolg alle vier Treffer erzielt. Er wegen einer Zahn-OP nicht dabei. Soltau ist das. Auf der linken Seite dann Flügelwechsel. Gabuczewski in der Mitte wartet Ferl und den erwischt er auch. 38. Minute, 1:0. Sehr schön herausgespielter Treffer mit einem lehrbuchreifen Kopfball von Daniel Ferl. Die Führung verdient. Die Oberlausitzer jetzt ein bisschen offensiver werden klassisch ausgekontert. Watzka. Und Soltau. Das große Saisonziel der Leutscher heißt jetzt Sachsenpokal. Da treffen sie im Halbfinale auf den CFC. Joachim Möller, der Coach der Chemnitzer, hat sich den Gegner schon mal angeschaut. Und er hat auch diese Herren getroffen. DDR-Pokalfinale 66. Lokständer gegen Chemie Leipzig in Bautzen. Hans-Bert Matthol schoss damals das goldene Tor für die Sachsen. Das war vor 40 Jahren. Zweite Halbzeit. Und die ist gerade ein paar Sekunden alt. Okumbure. Und dann schnappt sich Benjamin Bolze den Ball. Setzt sich gegen Patocha durch und macht das 2:0. Sehr schöne Einzelleistung des 19-jährigen Angreifers. 5 Minuten später der Albtraum eines jeden Abwehrspielers. Der Klassiker schlechthin. Abstimmungsprobleme zwischen Keeper Michael Sokop und Sebastian Uhlig. Und das Ergebnis ein Eigentor. 3:0 für den Gastgeber, der an diesem Treffer natürlich keine Aktie hat. Tja, und das ist der Pechvogel in der 54. Minute, Abwehrchef Uhlig. Das Spiel ist entschieden, die Oberlausitzer ohne große Gegenwehr. Wir sind in der Schlussphase. Ferl auf Köckeritz, das 4:0. 86. Minute, mit viel Gefühl legt Ferl den Ball auf Enrico Köckeritz. Das war's. 4:0 gewinnt der FC Sachsen gegen den OFC. Steffen Reichert mit einem Trainer, der den Blick nach vorn richtet. Wir haben eine junge U21-Mannschaft hier. Da sollte man die Geduld haben, die Ruhe bewahren ganz einfach. Und einfach mal was aufbauen lassen, was wachsen lassen. Und dann werden wir auch die Früchte dann mal ernten. Das war das letzte Spiel auf diesem Rasen. In der nächsten Woche wird hier das WM-Grün verlegt. Und wenn das dann alles fertig ist, ist auch die Hütte voll. Denn dann steigt hier am 11. Juni das erste WM-Spiel. Serbien-Montenegro gegen die Niederlande. Darauf freuen wir uns. Zurück zu Guido Sulus. Ja, und ich hoffe, Sie sind noch bei uns und ist Ihnen nicht schwindelig geworden. Wir kommen zum Fernduell um die Meisterschaft und um den Aufstieg in die Regionalliga zwischen dem VfC Plauen und dem 1. FC Magdeburg. Die Vogtländer müssen immer vorlegen, denn sie haben